müssen wir mithalten. Ja, apropos mithalten, hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Absturz zockt Far Cry 5. In der letzten Folge, beziehungsweise in den letzten Folgen, haben wir ja Hauptmissionchen gespielt. Dann wird es heute mal wieder Zeit, ein bisschen Nebenmission zu machen. Denn wir wollen ja das Spiel im Ganzen kennenlernen und nicht nur die Hauptstory durchrattern. Dafür machen wir das ja im Let's Play. Können wir reden? Na klar, können wir reden, mein Wirst du uns Freund. helfen, diesen Berg Die Sache ist die: Ich will diesen Piratensender ans Laufen kriegen, um die Moral der Truppe aufzubauen, Leute auf unsere Seite zu ziehen, du weißt schon. Und bevor dir irgendeiner irgendeinen Scheiß erzählt, ja, ich stehe auf Vinyl. Aber nenn mich bloß nicht Hipster. Mich erwischt keiner mit einem Man-Bun in einer Smoothie-Bar. Unser Signal kommt nicht durch, aber Tammy arbeitet dran. Und ich dachte mir, bis dahin stelle ich schon mal eine Playlist zusammen. Ich habe ein paar alte Platten von Eli, aber ich könnte noch mehr gebrauchen. Falls du also über Vinylalben stolperst, dann bring sie zu mir. Sobald Tammy das Signal entstört hat, sendet DJ Wheaty rund um die Uhr. Hoffe, du bist bereit dafür. Na klar. So, neues Objekt: Plattenkiste. Die haben wir hier entdeckt. Gehen wir uns doch direkt mal holen, oder? So, Granaten sind voll. Hier hätten wir nur eine Schrotflinte, die haben wir sowieso am Start. Ja, und hier können wir eigentlich auch nichts nehmen. Gut, dann holen wir uns jetzt heute mal diese Kiste, würde ich sagen. Kann ich nochmal kaufen, verkaufen. Kann man ich auch nochmal schnell machen. Munition auffüllen. Haben ja ein bisschen was verbraucht. So, und dann können wir auch, ich wollte es ja eh mal zeigen, unsere Helferauswahl. Ja, nehmen wir nämlich heute mal. Ach nee, wir wollten ja, genau. Nehmen heute mal Peaches mit. Und die liebe gute Grace, denn Luftattacken haben wir erstmal nicht zu befürchten. Auf dem Weg! Früher viel stiller. So, also zwei lautlose Kämpfer. Die Sniperin Grace, also die Scharfschützen. Und da kommt sie schon, unsere Peaches. Peaches ist am Start. Wer nennt denn eine Killermaschine bitte Peaches? Ja, das hab ich auch schon gefragt. Und das haben wir auch schon unsere Community gefragt. Worauf warten wir noch? Ja, stimmt eigentlich auch wieder. Wir können eigentlich mal los. Boppala. Kein Hubschrauber am Start, schade. Machen wir das Ganze mal ein bisschen zu Fuß. Wir schauen mal, in welche Richtung sind wir richtig. Ja, wir sind tatsächlich richtig. Immerhin zum Punkt. Aber natürlich nicht blauäugig in die Wildnis laufen. So, Boomer steht uns jetzt wieder zur Verfügung. Und der Nick steht auch wieder. Geh in Deckung und bereite dich auf einen Kampf vor. Ja, mach mal, aber erstmal holen wir die Plattenkiste. Hervorragende Arbeit, Deputy. Wir werden uns diesen verfluchten Berg von Jacob zurückerobern. Ich weiß es einfach. Ich habe eine Menge aufgeregter Funksprüche der Sekte abgefangen. Die schicken Hubschrauberkonvois, um nach Whitehales zu suchen. Also lass bloß nie den Himmel aus den Augen. Das hat er nicht erwartet. Peaches! Ich lebe noch. Alter, wie stark sind bitte diese Wölfe? Jetzt haben wir aus Versehen eine Mission gewechselt. Da ist die Plattenkiste, da wollen wir hin. Genau. So, Peaches wieder am Start. Und natürlich aufpassen, wenn Peaches noch nicht so stark ist, dass man jetzt hier nicht irgendwo reinrennen. Haben wir unseren Punkt markiert? Weil ich sehe ihn oben nicht. Gehen wir hier lang. Jawohl. Schön. Hallo, mein Freund. Ich nehme das alles mal mit. Peaches, komm mal mit. Wir müssen hier mal jemanden rausholen.
Truck geplündert. Na gut, nicht ganz geplündert. Okay. Keine Sorge, ich schieß schon noch. Chris? Ich wechsle die Stellung. Ich hab doch. Ja, dann hab ich nicht mit, ne? Scharfschützen wäre schade. Genau da unten! Jawohl, sehr geil. Nachladen. Sehr geil. Oh, hinter uns geht's ab. Ne, ich will nicht die... Ich will nicht die Waffe nehmen. Ich mach nur Ressourcen frei, ja? So, damit hätten wir das auch. Jetzt natürlich schnell mal auf die Karte schauen. Wo ist das Plattenversteck? Ich will nicht das Quad, ich will die Plattenkiste, genau. Das heißt nach links drehen, oder? Weil irgendwie wird das ja nicht angezeigt, genau. Also hier runter. Da unten ist es. Wenn Peaches mich kratzt, bin ich hier fertig. Ja, ist ja gut. Das ist der abgestürzte Heli. So, Peaches, komm mit. Oh. Ob sie da natürlich mitkommt, weiß ich jetzt nicht. Ah, die wird schon einen Weg finden. So. Und weiter geht's. Hier muss irgendwo diese Kiste sein. Wo genau? Keine Ahnung. Ich kann das Kletterseil nicht verwenden, ne? Kletterhaken kann ich auch nicht, doch hier. Okay, dann wieder schnell einen Blick auf die Karte werfen, wo wir sind. Nee. Ich wollte die Plattenkiste, Junge. Also hier nach links. Da. Da ist er. Okay, hierfür brauchen wir keinen Kletterhaken mehr. Alles cool, alles easy going. Okay, von Tieren bewacht. Geh klar! Ach, der haut ab. Okay, Peaches. Wie machen wir das? Am besten erstmal ein bisschen spotten. Peaches spottet auch schon. Hallo. Damit haben wir die nächste Plattenkiste. So, liegt hier sonst noch irgendwas rum? Noch ein Safe haben wir hier? Sehr, sehr geil. Bin unter schwerem Beschuss! Ach du Schande, Grace, was ist los? Sie schenkt mir richtig ein! Noch ein toter Peggy. Grace, hast du den jetzt erledigt oder was ist los hier? Wo ist Grace? Grace lebt auf jeden Fall noch. Guck mal hier, Grace. Ach, da oben. Ah, fuck. Was macht sie denn? Verdammt, ich werde getroffen. Ja, Grace, ich hab's mitbekommen. Grace, alles gut? Ja. Okay, damit hätten wir auch das. Das ist ein Hirsch. Kampfmusik? Bereit machen, es ist
Hahaha, das ist die Stärke von Peaches. Sehr, sehr geil. So, was ist der nächste? Scheiße, das ist ein Vielfraß! Sehr, sehr geil. Peaches tötet absolut lautlos. Kriegt ihr das mit? Ja, ne? Roger. Sehr cool, erledigt. Lass mal schön meinen Puma in Ruhe hier. Gut, dann würde ich sagen, gehen wir das Missionchen wieder abgeben. Obwohl, ich könnte mir auch noch in 300 Metern den weißen Punkt mal anschauen. Oh. In Ordnung, es geht los. Ein mitgewordener Puma! Ach, Peaches, wo bist du? Grace. Hier geht's auf jeden Fall noch irgendwo ab. Verstanden. Schau mal hier oben, wo es so schön brennt. Haben wir schon die Geschichte gehört vom Koch? Der hier die Leute verbrennt. Alter. Ich ziehe um. Ich brauche mehr Überblick. Peaches, holen dir. Jawohl, Peaches hatten schon. Ist das cool mit dem Puma? Mega. Nur nicht so stark gegen andere Tiere, aber gegen Menschen. Wahnsinn. Also nicht gerade gegen den Bären einsetzen, denke ich mal. Verstanden. Halt. Ja, verstanden. Das geht nicht. Peaches, los, Helfer. Peaches, los! Los, mein Puma! Nein! Mal gleich einen Bären noch mit dazu hier. Okay. In der Not. Sehr cool gemacht und hat mir die Beute auch gebracht, also echt mega. Kann man echt mal streicheln, ne? Die Kleine. So, komm her. Brave Katze, ja, fein. Echt fein gemacht, echt toll gemacht. Auch wenn ich Nick ein bisschen vermisse, aber ich denke mal, mit Peaches kann man diese Lautlos-Aktionen richtig geil durchziehen. Weil sie eben auch, naja, die macht Takedowns, ja. Die geht hin und haut den um. Oh, hi Leute. So. Guten Tag. Munition immer gleich wieder mitnehmen. Jetzt wollten wir ja noch zu dem weißen Punkt heute. Deputy, Eli hier. Ich kann dich sehen. Hab den ganzen Berg mit Kameras zugepflastert. Zentrum ist direkt vor dir und es wimmelt davon, Peggys. Sei vorsichtig. Milizgeiseln retten? 0 von 4. Wie gesagt, wenn sie dich sehen, töten sie unsere Leute. Also halt dich bedeckt. Schleich dich durch das Abwasserrohr an sie heran. Welches Abwasserrohr bitte? Peaches lauert schon. Okay, wo ist hier ein Abwasserrohr, Leute? Habt ihr gehört, hat er gesagt, hier. Okay, Peaches, du kommst mit mir. Schön leise. Ja, definitiv. Thank you.
hier natürlich erstmal einen alten herausfinden hier. Ich hoffe ja, die bewegen sich ein wenig. Ansonsten muss ich mich nämlich bewegen. Die haben mich nicht gesehen, oder? Ach Scheiße, sie wissen, dass du da bist. Alter. Los, Peaches. Okay. Nummer 1. Wo ist die zweite? Hier ist die zweite. Wenn du mich hier lässt, bitte erzähl keinem, dass ich so überrumpelt wurde. Wir waren noch mehr. Sieht aus, als... Okay, ist nur das Telefon. Gut, die haben wir. Ich würde mich gern mal in der Sonne abholen. Ich glaube nicht, dass Hilfe kommt. Halt still, Mäusel. Du dir vorstellen kannst. Hilf uns bitte von hier wegzukommen. Bitte. 3 von 4. Okay. Will nicht wissen, was die Frau hier noch macht. Ich hab die doch befreit, oder? Ja, die haut, die fällt immer wieder hin. Einer ist noch draußen. Peaches, wo ist die Geisel? Mal schauen, wo die hier sitzen. Da waren hier unten auch 2. Kleines Kätzchen. Ja, danke. Deputy, was solltest du dir anhören? Nee, ich suche mal noch die eine Geisel von euch. Ich habe gerade keine Ahnung, wo die sich noch hier aufhält. Ich hätte die Mission gerne abgeschlossen. Dann können wir gerne quatschen. Nicht in der Aufnahme, mein Freund. So, hier ist auch nichts. Grace. Wo ist bitte die vierte Geisel? Ich mag's nicht, wenn's ruhig ist. Zu viel Zeit zum Denken. Zu viel Zeit zum Erinnern. Kleinvieh macht auch Mist. Seht ihr die vierte Geisel irgendwo, Leute? Hier sein, oder? Schade, dass die nicht gekennzeichnet sind. 5 von 12 Feuerzeugen, ja, das ist schon mal top. Was haben wir hier? Geht's auch nur raus. Ich traue dem Vieh nicht. Ach, zerstöre Jacobs Helikopter, was? Warum? Knall weiter Sektenficker ab. Das gefällt uns. Ist der abgehauen? Aber ich muss doch erstmal die... Achso, die Geiseln sind jetzt nicht mehr angezeigt? Komische Mission, Leute. Also echt, sorry, aber... Naja, muss ja gemacht werden, ne? So, mal schnell gewechselt hier. Was? Warum verlässt das Missionsgebiet? Alle, die Orange tragen, sind Geiseln. Die wurden noch keiner Gehirnwäsche unterzogen. Also muss hier doch noch eine Geisel sein irgendwo. Okay. Irgendwo muss sie noch hängen. Peaches, such. Such, Baby. Hier nix. Ich gehe jetzt mal hier ganz
Partikel für Partikel ab. Pixel für Pixel. So, hier wird was angezeigt. Bitte tu doch was. Wir stecken echt in der Scheiße. Bist du die Geisel? Ich schulde dir was. Alter. Rette unsere Leute am Devil's Drop, bitte. Scheiße, Deputy. Die haben zwei Whitetails zum Devil's Drop gebracht. Jacob ist auf dem Kriegspfad und versucht, die Wolfstand zu finden. Dann hätten wir keine Chance. Und wenn unsere Leute die Position nicht preisgeben, werden sie von der Klippe geworfen. Gib Gas, Deputy. Devil's Drop ist südlich von dir. Alles klar, Leute, dann wisst ihr genau, was wir in der nächsten Mission machen. Wir müssen die Leute retten. Also, dran geblieben, reingehauen, liebe Grüße, euer Rob.